Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Die einen regieren nicht mehr so ganz und die anderen noch nicht. Und das ist natürlich ein großes Problem in dieser Zwischenzeit zwischen zwei Legislaturperioden. Und das erleben wir jetzt auch gerade konkret hier. Schade nur, dass der Virus sich nicht dran hält und die Zahlen extrem in die Höhe schnellen. Deswegen auch die aufgeregte Reaktion von vielen hier im Parlament, vor allem von der Union, dass die epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen soll. Die Ampelkoalitionen meinen das zunächst gar nicht bösartig, sondern wollen ein juristisches Diktum ändern, nämlich dass der Gesundheitsminister durch Verordnungen, durch diese epidemische Lage der nationalen Tragweite sozusagen das Geschehen bestimmen konnte. Es wurde weggenommen aus dem Bundestag und da hat vor allem die FDP drauf gedrungen, dass dieses nun wieder zurückzukehren hat, die Gesetzgebung hier in den Deutschen Bundestag, wo sie auch hingehört. Man hat daraufhin dann ein verändertes Infektionsschutzgesetz vorgelegt, in der vergangenen Woche am Donnerstag in erster Lesung hier vorgebracht. Dann hat man gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Die CDU/CSU hat auch sehr massiv dagegen opponiert. Und dann hat man also im Ausschuss gemeinsam das Ganze etwas nachgeschärft. Reicht aber nicht, sagt die CDU/CSU und will das Gesetz heute sogar ablehnen, nachdem sie sich im Ausschuss noch enthalten haben. Das ist also das Geplänkel zwischen den Fraktionen hier im deutschen Parlament. Da werden wir gleich drüber reden. Aber ganz ehrlich, den Bürger interessiert eigentlich viel eher, wie bekomme ich meine Boosterimpfung, was kann ich überhaupt für eine Impfung kriegen und sind meine Verwandten sicher in Altenheimen? Und das ist auch der Grund, warum ich mir heute Morgen zwei Ärzte eingeladen habe. Ich begrüße ganz herzlich von der CSU Stefan Pilsinger und auf Janosch Dahm von den Bündnisgrünen warten wir noch ganz kurz. Aber Herr Pilsinger, Sie sind genau der richtige Mann, um mir diese Frage zu beantworten. Im Ausschuss enthält man sich, man ist nicht zufrieden, weil man sagt, es ist nicht scharf genug, dieses neue Gesetz. Heute will man sogar dagegen stimmen. Warum? Also ich habe Medizin studiert und mit ehemaligen Kommilitonen telefoniert, die jetzt aktuell auf Notaufnahmen arbeiten und die sagen, die Situation ist momentan dramatisch und es droht eine massive Überlastung des Gesundheitssystems, vergleichbar wie in Italien, Bergamo oder in London. Und wir als Unionsfraktion, wir sagen ganz klar, die Aufhebung der epidemischen Lage nationaler Tragweite ist völlig unverantwortlich, weil sie den Bundesländern, und darüber reden wir, Möglichkeiten nimmt, Einschränkungen zu erlassen, um zum Beispiel die Gastro zu schließen oder Veranstaltungen zu untersagen. Dies wird alles nicht mehr möglich sein durch das neue Gesetz, was linksgelb vorliegt. Und deswegen sagen wir, dieses Gesetz ist ungenügend. Und wir glauben, dass man in dieser kritischen Situation, die noch nie so kritisch waren wie jetzt an dieser Stelle, dass wir mehr Möglichkeiten brauchen und nicht weniger als aktuell. Und deswegen sagen wir ganz klar, wir können im Deutschen Bundestag diesem Gesetz nicht zustimmen, weil es unverantwortlich ist und die Bevölkerung gesundheitlich gefährdet. Aber Herr Pilsinger, da muss man natürlich auch sagen, die Lage, die wir jetzt haben, die hat die alte Regierung noch zu verantworten. Man wundert sich ja, dass wir im zweiten Jahr in Folge jetzt in eine so katastrophale Lage geraten. Ich nenne nur mal ein paar Stichworte, zum Beispiel der Impfanteil in Deutschland, 30% sind mindestens noch nicht geimpft, da stehen wir in Europa ganz schlecht da. Was hat die Bundesregierung versäumt? Warum steht Deutschland so schlecht da im Herbst 2021? Also grundsätzlich ist es so, dass die Ministerpräsidenten ja die Verfügung erlassen und sagen, ob zum Beispiel die Gastro geschlossen wird oder ob es Ausgangssperren gibt, ob die Schulen offen bleiben. Das sind ja alles Entscheidungen, dass die Bundesländer entscheiden. Und ich glaube, diese Entscheidungen, die würden jetzt sehr bald fallen, wenn man die Bundesländer eigenverantwortlich entscheiden lassen würde. Am Rand der Gesetzeslage, der pandemischen Notlage, so wie wir es aktuell haben. Durch das neue Gesetz, was gemacht werden, werden einige Sachen nicht mehr möglich sein, die bisher möglich gewesen sind. Und deswegen glaube ich, dass es nicht richtig ist, den Bundesländern Werkzeuge, die bisher möglich waren, aus der Hand zu nehmen. Das ist ja so, wie wenn man die Feuerwehr losschickt und im Vorfeld schon wichtige Instrumente wegnimmt und sagt, die werdet ihr schon nicht brauchen. Und deswegen glaube ich, dass wir in ein paar Wochen wahrscheinlich hier erneut in einer Sondersitzung zusammenkommen müssen, um neue Gesetze zu erlassen. Was die Bereitschaft betrifft, da bin ich auch selber sehr schockiert darüber, dass viele Menschen immer noch nicht eingesehen haben, dass Impfen schützt und dass Impfen dafür sorgt, dass die Gefahr, auf eine Notaufnahme oder in Intensivstation zu kommen, deutlich senkt. Und deswegen glaube ich, dass es entscheidend ist, dass wir auch darüber diskutieren, dass wir Personengruppen, die zum Beispiel in der Pflege oder im Altenheim arbeiten, auch verpflichten, sich impfen zu lassen. Wir mit freiwilligen Appellen kommen wir da leider nicht weiter. Und deswegen glaube ich, dass wir es so
so wie in anderen Ländern wie in Italien oder Spanien machen müssen, dass wir gewisse Verpflichtungen in der Impfung auch einführen. Ich begrüße Janosch Dahm, den Gesundheitsexperten der Bündnisgrünen, auch Arzt. Herr Dahm, ich habe Sie vorhin schon vorgestellt. Schön, dass Sie da sind. Nochmal die Frage, das Ende der epidemischen Lage festzustellen. In einer Lage, wo wir mit 336,9 die höchste Inzidenz haben, die Krankenhäuser sind voll. Können Sie da nachvollziehen, dass viele Menschen sagen, was macht denn die Ampel da? Ja, zunächst mal völlig zweifelsohne sind wir in einer absoluten Notlage. Das kann niemand von der Hand weisen. Die Situation ist so dramatisch wie nie. Und deshalb ist es jetzt entscheidend, für eine Gesetzesgrundlage zu sorgen, die viele Dinge, die bisher nicht möglich waren, zusätzlich an Schutz einführt. Beispielsweise 2G, 2G Plus wird jetzt flächendeckend möglich sein, dass wir 3G am Arbeitsplatz einführen, dass wir die Homeoffice-Pflicht wieder einführen, kostenlose Bürgertests wieder hinzunehmen, die abgeschafft waren, dass wir darüber hinaus dafür sorgen, dass 3G im Nah- und Fernverkehr gilt. Alles Maßnahmen, die nur der Bund regeln kann, bisher nicht geregelt hat, die hinzukommen und die entscheidend dafür sind, dass wir diese Infektionsdynamik jetzt in den kommenden Wochen gebrochen bekommen. Diese 2G- und 3G-Maßnahmen, die Sie gerade nannten, sind eigentlich nachgebessert worden. Vor einer Woche waren die noch nicht wirklich in dem Gesetz drin. Und da haben auch drei Landesgesundheitsminister der Bündnisgrünen gesagt, so geht das nicht, wir wollen das alte Gesetz behalten. Wie sieht es jetzt aus? Wenn man aufmerksam zugehört hat, wird man wahrgenommen haben, dass auch ich mich die ganze Zeit sehr stark für konsequentere Maßnahmen ausgesprochen habe. Ich bin insofern sehr froh, dass dieses Gesetz nach erster Lesung vergangene Woche jetzt um entscheidende Maßnahmen ergänzt wurden, die wirklich dazu beitragen werden, die Infektionsdynamik mit unter Kontrolle zu bringen. Fakt ist aber auch, im Rahmen der geltenden Gesetzeslage und zukünftiger Gesetze wird es nur gehen, wenn die Länder, die auch besonders betroffen sind, jetzt dazu kommen, konsequent einzuschreiten. Es nützt nichts, wenn der Bund beschließt, Kontaktbeschränkungen sogar für Geimpfte und Ungeimpfte werden zukünftig möglich sein, aber vor Ort werden sie nicht verhängt oder durchgesetzt. Wir müssen jetzt dazu kommen, dass wir in den besonders betroffenen Regionen drastische Maßnahmen ergreifen, sonst werden wir diese Infektionsdynamik der vierten Welle nicht unter Kontrolle bringen. Muss ich noch mal nachsetzen, drastische Maßnahmen, auch Ausgangssperren zum Beispiel? Ausgangssperren halte ich für nicht angebracht, weil sie gezeigt haben in der Vergangenheit, dass sie nur sehr unspezifisch geeignet sind, dazu die Infektionen unter Kontrolle zu bringen. Das schlagen ja auch die Unionsländer nicht vor, sondern es geht konkret darum, um die Frage, welche Formen von Kontaktreduktion sind darüber hinaus möglich. Insofern, ich glaube, da bietet das Gesetz eine Fülle an Dingen, die notwendig sind. Aber, das will ich auch sagen, es kann angesichts der aktuellen Entwicklung allenfalls ein erster Schritt sein. Ich bin mir sicher, wir werden über weitere Maßnahmen in den kommenden Wochen reden, weil die Situation sich derzeit so schlimm entwickelt. Heute sitzt ja die Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten zusammen. 2G ist zu hören, wird dann wohl flächendeckend kommen. Das ist ja eigentlich eine Ausgangssperre für die Nicht-Geimpften. Also ich muss dem Herrn Dahm widersprechen. Natürlich, wir wollen das Gesetz so verlängern, wie es ist. Und da sind auch Schließungen der Gastro möglich, auch Schließungen der Clubszene. Und wir halten es für falsch, dass wir das Gesetz jetzt entschärfen. Das Gesetz, was die Ampel vorlegt, ist weniger als bisher. Und das finden wir verwerfenswert. Und was das Irre ist, Herr Dahmen, Sie wissen es ja auch, im Endeffekt machen Sie es ja nicht aus eigener Überzeugung, sondern nur, weil die FDP ihre politischen Dogmen hier durchsetzen möchte. Und was mich wirklich ärgert, ist, dass die FDP an dieser Stelle, um ihre Freiheitsfantasien durchzusetzen, die ganze Bundesrepublik beim Nasenring durch die Manege führt und dass Sie als Grüne, obwohl Sie es besser wüssten, sich dem nicht widersetzen. Herr Dahm, hat er da nicht einen Punkt? Die FDP hat zum Beispiel bis gestern noch gesagt, also Zwangsimpfungen für Berufsgruppen, das wollen wir nicht mitmachen. Mittlerweile hört sich das bei Herrn Lindner ein bisschen anders an, wird aber über Wochen jetzt nicht beschlossen werden können, weil der Bundestag eigentlich gar nicht mehr sitzt. Also die Frage ist ja auch, sind Zwangsimpfungen für Berufsgruppen so sinnvoll, dass man die einführen sollte, Ihrer Meinung nach? Also wenn ich Herrn Pilsinger richtig verstanden habe, dann meint er einrichtungsspezifische Impfpflicht. Die halte ich persönlich genauso wie er für absolut geboten und ich bin zuversichtlich, dass die auch kommen wird. Unbenommen dessen will ich aber eins sagen, es ist ein Stück weit Wohlfeil, zu fordern, dass im Dezember Regeln gelten, die heute nicht angewendet werden. Wenn ein CSU-Ministerpräsident Söder keine Clubs schließt, keine Restaurants schließt, keine lokalen Betriebsschließungen durchführt, obwohl bei ihm die Intensivstationen überlaufen, wenn Herr Kretschmer in Sachsen die notwendige Maß an Maßnahmen nicht ergreift und dann auf die Grünen zu zeigen, sie würden Falschregeln im Dezember beschließen, die in anderthalb Jahren Pandemie nicht konsequent angewandt wurden, nicht vorgesorgt
wurde, die Menschen zu schützen, und wir jetzt jeden Tag in einem Maße Neuinfektionen haben, weil die Menschen durch Boosterimpfung nicht geschützt wurden im Sommer, wo die Zeit dazu da war, dann muss ich sagen, es ist Wohlfeil und auf den Falschen gezeigt. Wir sitzen gemeinsam im Boot und die Bevölkerung erwartet, dass wir nicht einen politischen Zank zwischen alter und neuer Regierung, zwischen Bund und Ländern machen, sondern gemeinsam dafür sorgen, dass die Leute geschützt sind. Und deswegen habe ich Sie beiden eingeladen als Ärzte. Die Bevölkerung ist verwirrt. Sie in Berlin heißt es jetzt, die Boosterimpfung kann schon nach 5 Monaten kommen. Ist denn das gesund? Ab wie vielen Monaten kann so eine Boosterimpfung kommen, Herr Pilsinger? Und vor allen Dingen, nach 5 Monaten, muss man dann alle 5 Monate demnächst diese Spritze kriegen? Oder wie sieht die Zukunft aus? Also ich glaube, eine Impfung ab 5 Monaten macht Sinn. Ich glaube, es wird sich bei Corona ähnlich verhalten wie bei Influenza oder der Grippeimpfung, dass man das regelmäßig wiederholen muss. Aber ich glaube nicht, dass es alle 5 Monate sein wird, sondern in weiteren Abständen. Aber ich denke, wir müssen mit diesem Virus leben. Und bis dahin, bis wir große Teile der Bevölkerung geimpft haben oder die Bevölkerung durchinfiziert ist, diejenigen, die sich nicht impfen lassen werden, die werden sich früher oder später auch infizieren. Bis dahin müssen wir dafür sorgen, die Kurve flach zu halten, um unsere Intensivstationen nicht zu überlasten. Und Herr Dahmen, noch mal kurz, ich verstehe es nicht, warum man als Grüne sagt, die Ministerpräsidenten erlassen manche Verfügungen nicht, aber jetzt, weil sie es nicht gemacht haben, nehmen wir ihnen die Möglichkeit dazu. Das ist für mich argumentativ nicht schlüssig, wenn ich ehrlich bin. Ich will Herr Dahmen noch fragen, es gibt gerade so Berichte, dass viele Tests überhaupt nicht genau sind, eigentlich nur der PCR-Test. Ist das realistisch, dass wir in Altenheimen jeden, der da hinkommt, mit PCR-Tests erstmal überprüfen, der ja auch viel länger dauert in der Testung, oder wäre es da nicht sinnvoll? Ich weiß, Ihre persönliche Meinung ist, es wäre sinnvoll, die Menschen dort zu impfen. Ist das auch politisch durchsetzbar in der Ampel? Also es sind ja 2 Fragen. Also zunächst mal die einrichtungsspezifische Impfpflicht, die halte ich für durchsetzbar. Ich halte sie auch für erklärbar. Die ist ja was völlig anderes als eine allgemeine Impfpflicht, sondern es geht darum, dass man dort, wo Menschen für andere Menschen beruflich Verantwortung tragen, entsprechend schützt. Und warum hat man die nicht in das Gesetz hier gepackt? Weil es eine ganz andere gesetzliche Grundlage ist als das Infektionsschutzgesetz. Es ist ein anderes Gesetz und das wird in den nächsten Tagen oder Wochen, sollte es dazu eine Einigung geben, und ich bin wie gesagt zuversichtlich, dann wird es auch zügig entsprechend auf den Weg gebracht. Ich denke, wir haben mögliche Gesetzgebungsverfahren, das auch in diesem Gesetz zu machen. Und ich finde es in der aktuellen Situation schon sehr dramatisch, dass wir so einen langen Diskussionsprozess überhaupt machen müssen und nicht viel früher schon reagiert haben. Und ich glaube, wir hätten dieses Gesetz, was wir heute hier machen, diese Diskussion schon viel früher führen müssen. Kinderimpfung. Über 9 Millionen Kinder sind per se erstmal nicht geimpft. Der Bundesgesundheitsminister hat jetzt angekündigt, vielleicht kommt das demnächst für 5- bis 12-Jährige. Wir haben 2000er-Fälle Inzidenzen mittlerweile im Süden Brandenburgs, in Sachsen, in Grundschulen. Da muss doch dringend was getan werden. Ja, absolut richtig. Ich gehe davon aus, dass die EMA am 24.11. die Erweiterung der Zulassung für BioNTech für die Altersgruppen unter 12 Jahre, also 6 bis 11 Jahre, erlassen wird. Es ist damit zu rechnen, dass vermutlich Mitte Dezember 2,4 Millionen Impfdosen dieser Kinderdosierung des Impfstoffes nach Deutschland geliefert wird. Und es wäre jetzt an den Bundesländern, eine Impfkampagne für diese Altersgruppe vorzubereiten, durch Terminierung, Einbestellung, um dafür zu sorgen, dass alle Kinder dieser Altersgruppe, die bisher nicht geschützt werden konnten, geschützt werden können. Aber nochmal, auch das wird nicht reichen, allein nur auf die Impfung zu setzen. Wir müssen in der Zwischenzeit auch Schule sicher machen, beispielsweise für eine flächendeckende Maskenpflicht in Schulen sorgen, die in einigen Ländern leider zwischenzeitlich ausgesetzt wurde. Herr Dahmen, Herr Pilsinger, danke, dass Sie da waren.